Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben im letzten Part den letzten Tempel gemacht und Ganons Windfluch erneut herausgefordert in unseren Erinnerungen. Ja, das wollen wir jetzt nochmal versuchen. Wir wissen, dass wir bestimmte Anzahlen Ausrüstung bekommen. Kann ich das irgendwie beim Springen? Nein, leider nicht. Okay. Dann gucken wir uns das halt an. Aber vielleicht kann ich die Texte selber springen. Das wäre schon mal ganz gut. Und wir hoffen, dass unsere Taktik aus dem letzten Part, also gegen Ende, nochmal funktioniert. Das wäre mega cool. So, da sind wir auch wieder. Ich kann's. Ah, jetzt überspringen. Wo ist der? Da. Okay, das wird ein Problem. Ja, warte doch noch länger. Ach Mann, das fängt doch schon wieder beschissen an. Autsch. Link, sterb, danke. Ah, man darf ihn einfach nicht beschießen. Das regt mich auf. Ja, warte noch länger. Natürlich trifft er uns. Wir sind extra seitlich gelaufen. Wie kann er uns beim letzten Schuss treffen, aber die dreimal oder zweimal davor nicht? Das war immer schön langsam, aber stetig. Ja. Hat er jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Oh, komm schon. Mach hinne. Okay. Autsch, nein, 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 ist nicht gut. Gut. Kann ich nochmal unterbrechen? So, bloß nicht heilen lassen. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn er sich heilt. Ja, und er fängt trotzdem damit an. Zack. Okay. Links. Ja, noch ist okay. Kamera drehen. Natürlich wartet er so lange, bis er sich heilen kann. War ja klar. Okay. Es prallt also ab. Nein, das war schlecht. Das war richtig schlecht. So, noch zwei, drei Treffer, schätze ich. Sollte die erste Phase geschafft sein. Wenn er sie nicht auftauchen würde. Ja. Okay.
Okay, erste Phase haben wir relativ gut geschafft, würde ich sagen. Das Problem wird jetzt nur sein, die zweite Phase, weil da sind wir überhaupt nicht vorwärts gekommen. So. So. Bevor er sich heilt. Ich nehme ihn einfach ganz gemütlich jetzt unter Beschuss. Wie damals. Ganz gemütlich. Wow, das ist... Das war gar nicht so schlecht. Problem ist nur, dass er so weit weg ist. Okay. Nein! Nein! Oh nein. Das ist unfair. Doppelport. Das war richtig mies. Dieser Doppelport hätte nicht sein dürfen. Okay, das war gut. Ah! Nein, verschossen. Oh nein. Und wieder Doppelbord, ist klar. Hauptsache heilt sich. So, jetzt können wir aber noch ein bisschen zuschlagen, oder? Ja, das sieht doch gut aus. So, wir nehmen wieder unseren Luftstrom. Und gucken, was wir finden. Und Doppelport, war klar. So. Okay, das war gut. Und da oben. Und Doppelbord. War auch wieder klar. Bevor er sich wieder heilt. So, er geht nach unten. Oh nein. Oh nein, Ausdauer fehlt. So. Er ist wieder oben. Das mache ich erst gar nicht mit. Bevor ich da hinlaufe. Ne, war klar. Steht direkt wieder auf. Na, Doppelport? Ja, klar, wieder Doppelport. Oh, das ist dumm. Das ist richtig dumm. Im Normal-Mode wäre es ja egal, ne? Komm schon, komm schon.
Ah, komm schon. Stirb. Ja. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. Ah, komm schon. Na? Jetzt. Oh nein, er bewegt sich. Komm schon, wie soll man das denn schaffen? Nein. Doppelport, war klar. Wo ist er? Wo ist er? Ja, toll. Das ist dumm. Okay, wir haben leider nur kein Schwert. Okay, das ist dumm. Er heilt sich jetzt mehr, als dass wir Schaden machen können. Dank dem Doppelport. Also müssen wir die Bombenfallen noch weiter aufsparen, bis wir ihn richtig weit runter haben. So wie jetzt ungefähr. Und wir müssen am Anfang diesen Bogen, glaube ich, nehmen. Aber wir haben ja keine Waffe, um ihn zu schlagen. Der Link hat einfach nichts. Das können wir auch noch machen. Bomben hätten wir schmeißen können, okay. Oh Mann. Ja, komm, wir haben verloren. Taktik an sich ist ganz gut. Problem ist halt nur, dass wir jetzt keine Pfeile mehr haben. Oder keine Schwert. Das ist das Dümmste, dass wir eigentlich kein Schwert haben. Okay. Dann würde ich sagen, schneide ich hier und wir sehen uns dann, ja, draußen. So, da sind wir wieder. Wir möchten das einfach nochmal versuchen. Wir haben jetzt ungefähr eine Taktik, wie wir vorgehen wollen. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Ich werde erstmal den leichten Bogen nehmen, also den ganz, der nur 10 Schaden macht. Warum wir auch immer so schwachen Bogen kriegen gegen einen Bossgegner. Naja gut. Damit versuchen, dann den mit den 20 Schaden und dann den mit den also 14 Schaden, aber doppelt. Und dann die Bombenpfeile draufhauen. Ich hoffe, das funktioniert. Wir haben auch noch unsere Bomben, also unsere normalen Bomben, die mystischen quasi. Ja, dann probieren wir jetzt mit denen auch nochmal ein bisschen Schaden zu machen. So, ganz hinflug. Wir probieren erstmal den. So. So, wo ist er? Da oben. Na toll, unentschieden. Fängt ja gut an. Nicht. Okay, er ist wieder voll. Einen Fall haben wir verbraucht. So. So. Okay, was war das?
gleich direkt noch dreimal. Ah, diese Stufen. So, es hat mal getroffen, das ist gut. Da oben ist er. Ah, nee, noch nicht. Okay, Doppelport. Das ist gar nicht gut. Ach, Link, auf da. So, wo ist mein... Da. Er ist da. Und wir hauen nochmal drauf. Okay, das war... Die zweite Bombe war nicht so gut. Oh nein, Doppel. Oh, wo ist er? Da. Wieso hatten wir jetzt keine Zeitlupe? Okay. Das war dumm. Ich verstehe nicht, warum wir keine Zeitlupe hatten. Was war das? Okay, wir haben ihn getroffen, das ist okay. Das Einzige eigentlich, was wir brauchen. Und Doppelport. Das ist das Nervigste von allen. Einfach nur, weil er sich dabei heilt. So. Ein bisschen draufhalten. Unser Schwert ist jetzt schon kaputt. Oh, wow. Das ist heftig. Jo, genau das, was ich wollte. Oh, wow. Die Taktik können wir weitermachen. Wo ist mein... Da. Ich hoffe, das funktioniert auch. Das kostet leider ein bisschen zu viel Zeit. Autsch. Also das Landen eben. Tut mir leid, dass es so ein bisschen langweilig wirkt. Warum er jetzt so lange liegen blieb? Keine Ahnung. Finde ich aber gut. Puh. So, Stufe 2. Wir machen einfach die Taktik ganz normal weiter. Wo ist unser Windkanal? Hier. Können wir das umlenken? Ja, aber er schießt nicht auf ihn drauf. Das ist doof.
Ah, falsche Taste. Okay. Glaube? Nein. Mist, Doppelport. Ja, er ist unangreifbar, wissen wir. Nein, noch nicht. Jetzt. Unser Bogen zerbricht bald. Was zum... Wieso haben wir jetzt schon wieder keine Zeitlupe? Oh, wow. Okay, jetzt müssen wir den nehmen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Dreifachport? Ernsthaft? Oder kam es jetzt nur so vor? Ich weiß nicht, ob auch ein Pfeil reichen würde. Gleich weiter. Ja, Doppelport, wissen wir. Wo ist er? Da. Und hepp. Gut, das war gut. Das ist sehr gut. So. Oh. Ich dachte, er teleportiert ihn ein zweites Mal. Hat er wohl nicht gemacht. Dafür fällt er jetzt runter. War klar. Nee. Das können wir knicken. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Alles ein bisschen Schaden. Ich hoffe, das komprimiert so ein bisschen seine Selbstheilung. Er fällt natürlich nicht runter. Na doch, er fällt. Und Doppelport. Zeitlupenfunktion ist, glaube ich, die beste Waffe, die wir hier haben. Und er fällt schon wieder runter. Das gibt's doch langsam nicht mehr. Was soll denn der Müll? Wie viel Glück kann der Junge haben? So. Doppelport, okay. So. Und nochmal drauf.
Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn seine Dinger da kaputt gehen. Ich meine, er beschießt uns dann ja nicht in der Zeit. Ah, nee. Schade. So, nochmal wieder hoch. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder sein Doppelpart. Ja, war klar. Okay. Noch haben wir ein paar Pfeile, ist gut. Wir kriegen ihn so. Wir haben ihn. Oh, wow. Nice. Puh, okay, es hat geklappt. Ja, also, der Windkanal ist das Beste, was wir machen konnten. Richtig gut. Die Bomben haben halt durchgehend immer ein bisschen Schaden gemacht. Sehr geil. So, das war Nummer 1. Ich hoffe, wobei, ich glaube, das war sogar der einfachste. Denn eine Wüste wird der schwerste sein. Ich weiß nicht, ob ich den schaffen kann. Wow. Na, werden wir sehen. Oh, Kashiva. Oh? Oh? Na sowas. Ich mag es, allein zu reisen. Außer dem Wind lenkt mich nichts davon ab, ganz in Gedanken zu versinken. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni Rivali gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich die Zeit in der Nähe des Titanen Vamedo verbringen, der von Rivali gesteuert wurde. Bleibst du ewig hier? Oha, du Ärmster. Ich habe ein Lied geschrieben. Ein Lied über Rivali, einen Recken seiner Zeit, wie auch immer. Hört die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker war. Er ward, bevor er folgte des Recken Pfad. Der Orni-Krieger Rivali flog hoch hinauf. Sein Dorf suchte die Prinzessin auf, so wie ich nun berichte. Reicht nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Ihr guckt mir heimlich zu. Das ist aber nicht die feine Art, Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Rivali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne dich... Aber ich muss euch warnen. Thank you.
war das? Ich soll dem Träger des Bandschwerts die Hand halten? Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Er ist und bleibt unsympathisch. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut daran war, seine wahren Gefühle zu zeigen. Hier findest du die Ballade von Revali. Ich wollte zeigen, was Revali wirklich fühlte. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich der Schüler die fehlenden Verse ergänzen sollte. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Revalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Revali Sturm Plus. Oh, nice! Enthält die Macht Revalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, mit dem du in die Lüfte steigst. Halte zum Aktivieren X gedrückt. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Ach so, sie ist nun schneller wieder bereit. Alles klar. Weniger Cooldown also. X, die Ballade von Revali. Geschafft. Sehr geil. Wenn ich keinen Cooldown hätte, das wäre mega. Ja, ich würde sagen, das war... Nein, nicht das Spiel. Aber das war... Unser erster Titan, den wir jetzt wirklich komplett fertig haben. Und wir können ja mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Aber das klären wir dann im nächsten Part. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.